Eine kugelförmige Kappe hat einen Durchmesser von 10 cm und eine Tiefe von 3 cm. Frage: Wie groß ist in Zentimetern der Radius der Kugel, aus der sie entstanden ist? Hier haben wir eine kugelförmige Kappe. Der Durchmesser ist 10 cm, also beträgt der Radius 5 cm und die Tiefe der Kappe beträgt 3 cm. Diese Kappe ist aus dieser Kugel entstanden und wir suchen den Radius der Kugel. Den können wir bestimmen, indem wir den Lehrsatz des Pythagoras in diesem rechtwinkligen Dreieck anwenden. Die Hypotenuse, das ist gerade der Radius der Kugel. Diese eine Kathete, das ist Radius der Kugel minus diese 3, also R minus 3. Und die zweite Kathete misst 5. Der Satz des Pythagoras ergibt diese Gleichheit. Hier werden wir die binomische Formel anwenden. Jetzt können wir beidseitig R² streichen und das führt dann sofort zu 6R gleich 34. Also ist R 34 Sechstel, das heißt 17 Drittel. Die Endantwort auf die gestellte Frage ist also 17 Drittel, das heißt Antwort B. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.